Meine Damen und Herren, hier in Dahl, immer noch beim Event. Wir sind bei den Judokas von Schindert. Schindert, wow. Und dein Name ist? Silke Böshans. Und du hast schon den blaue Gürtel? Nee, der braune. Erklär mir was, schwarz-blau, was ist da der Unterschied? Erst kommt gelb, orange, grün, blau, braun, schwarz ist das höchste. Genau. Wie lange tust du schon, wie sagt man, Judoka oder kämpfen? Seit dass ich 10 Jahre alt bin, also jetzt bin ich 34, seit 24 Jahre bin ich schon im Verein tätig. Wow, genau. Und schon deutsche Meisterin geworden? Nein, noch nicht. Noch keine Verletzung gehabt? Nein. Toi, toi, toi. Und machst du auch Wettkämpfe oder nur so hobbymäßig Training? Nee, nur hobbymäßig, ja. Und trainiere Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren, die Kleinen. Kämpfst du nur gegen Frauen oder auch gegen Männer? Ich kämpfe gar nicht im Moment. Ich mach's nur, im Moment trainiere ich nur. Ja. Oh, gut, dass es noch so Leute gibt, die dann die Kinder trainieren. Ist cool. Ja. Und wie viele Mitglieder seid ihr? Wo ist Schindert? Schindert ist ja aber nicht so groß. Mitglieder, da muss ich mal nachfragen. 20, 30 Mitglieder? Dirk, wie viele Mitglieder? Der Vorstand? Ja, Dirk. Der hat keine Zeit. Wie viele Mitglieder? 200, also fast mehr Mitglieder wie Schindert Einwohner hat. Das ist schon sensationell. Also ein geiler Verein. Also noch deine Grüße, wen möchtest du grüßen? Ja, ich grüße alle Bundenthaler mal und die Schindler natürlich, genau. In Bundenthal heißen sie all fröhlich. Und die Dana natürlich auch hier für das tolle Fest. Yeah, Dankeschön. Bitte.